Hallo, Avaliere und grüß euch beim Gartengisi. Was machen wir heute? Ja, wie es unschwer zum Erkennen ist, ich bin in meinem Garten und baue Tomaten an. Nein, natürlich nicht. Wir sind in der Fischzucht. Und bevor jetzt nochmal 20 Leute unter irgendeinem anderen Video von mir kommentieren, wie es die Seeforellen geht, haben wir gedacht, machen wir mal ein Update. Zeige ich euch, wie es ihnen geht. Ich kann schon mal vorwegnehmen, es geht ihnen gut. Ich habe für euch die letzten drei Wochen, immer mal wieder gefilmt, wie der Entwicklungszustand war. Das schauen wir uns jetzt an und dann geht's hier weiter. So, oder falls jetzt irgendeiner mal auf die Idee kommt, neidisch auf meine Fischzucht zu sein. Es hat über 30 cm hergeschnieben. Ich habe keinerlei Chance an meine Fischzucht zu kommen. Ich packe jetzt ungefähr 1,5 bis 2 Kilometer weg von der ganzen Nummer. Also selbst mit Dickallrad und sonstiges keine Chance. Jetzt laufe ich zu Fuß. Hier geht's noch. Hier ist noch einigermaßen geräumt. Ja, einigermaßen. Jetzt biege ich dann gleich zu meiner Fischzucht, da hat es einen halben Meter durch den Stapfig. Naja, was macht man denn da alles? Ja, jetzt wird's lustig. Ich hoffe ja, dass wenigstens noch ein paar Zäune stehen, weil normalerweise, wenn so viel Schnee drauf haut, ist der Schaden vorprogrammiert. Die Schneelast fährt gerade eine Reihe ab. Da wird auch was zu fressen. Die Schneelast liegt auf den Netze drauf. Klar klopfen wir das runter und probieren es, dass da nichts passiert. Aber wenn es über Nacht 30 cm herrschen, halt, was willst du machen? Geht halt einfach nicht. Und dann wird das so schwer und dann reißen halt die Netze. Und dann brechen außen durch die Zäune. So, da kommen wir dann ins ganz Steile. Kann sein, dass ich jetzt aus der Hand legen muss. Ja, aber es geht. Es geht. Wenn das Bild gleich ganz komisch wird, dann hat es mich auf die Schnauze gehört. Ja. Ja, geht. 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 Okay. Dann für alle, die sich fragen, wie das funktioniert, es kann nie gefrieren hier. Jetzt ist selber durch das, dass da 8 Grad kaltes Wasser durchläuft, nicht einmal der Schnee bleibt oben drauf liegen. Okay, jetzt decke ich es ab, dann zeige ich euch die Fischle. Gut, schauen wir mal rein. Hier hinten habe ich jetzt sauber gemacht. Hier vorne ist noch ein Dreckfleck, den muss ich da wegmachen. Aber was ich euch jetzt zeigen wollte, das ist eigentlich das Wichtigste und das wird immer vergessen. Unter der Kiste. Ich lupfe die jetzt mal hoch und dann sieht man, was sich da innerhalb von einem Tag angesammelt hat. Und das ist wichtig, darunter könnt ihr Schimmel bilden. Das muss raus. So, gut, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, 1-2 Flüchtlinge waren dabei. Wie das immer wieder geht, dass der eine oder andere abhaut, keine Ahnung. So, Kasten wieder hin. Verkeilt es so mit hier so Keilen. Da hält es eigentlich ganz gut.
So, dann schauen wir sie uns nochmal an. Okay. Also, schaut Bombe aus. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Toten entdeckt. Also wirklich gut. Fehlt sie gar nichts. Man hat es so, Dottersack sieht man sehr schön. Davon leben sie jetzt nur eine Zeit lang. Und dann kommt bald die Phase der Anfütterung. Da wird es dann richtig kritisch. Wenn die nichts fressen und fangen, vorbei. Dann war es das. Bis jetzt gut, kritisch wird es noch. Aber wir sehen uns nächste Woche wieder. Da gucke ich dann, wie es weitergeht. So, aber eine kleine Runde drehen wir noch und schauen, ob irgendwas kaputt ist. Nee, sieht gut aus. Schütteln. Sieht da oben schon auch gut aus. Nee, hat alles gehalten. Und da kann man das immer so schön sehen, wenn in der Nacht noch alles auf Besuch da war. Das war nicht der Schnee, der ist von Haus aus hier. Holla die Waldfee. Kein Spaß, Freunde. Puh. Nee. Steht noch alles, haben wir mal noch mal Glück gehabt. Sogar das Entenhaus steht noch. Dazu sage ich nichts. Okay, ich schau, dass ich heimkomme. Ciao, ciao. Gut, Freunde, jetzt habt ihr gesehen, was ist die letzte Zeit passiert. Jetzt sind wir wieder vom letzten Stand eine Woche weiter. Was ist mit den Fischen passiert? Der Dottersack ist immer kleiner geworden. Sie brauchen ihn auf. Noch haben sie ihn. Noch liegen sie auch am Boden. Aber da schauen wir mal schnell rein. Man kann erkennen, die ersten fangen jetzt ganz langsam an, sich vom Grund zu lösen. Also sie liegen nicht einfach am Boden, sondern sie fangen jetzt langsam an zum Schwimmen. Das ist jetzt der Zeitpunkt, ab jetzt wird es kritisch. Ich muss jetzt das ganz, ganz gut beobachten, wie viele sind es, was da schwimmen. Ist es einer, sind es zwei, sind die vielleicht schon bei 5%, bin ich vielleicht bei 10%, weil dann geht es los, dass sie anfangen, sie anzufüttern. Wenn man das nicht, also sind Seeforellen. Regenbogenforellen nicht ganz so kritisch, aber Seeforelle, Bachforelle, sehr kritisch. Würde ich den Zeitpunkt jetzt verpassen, wo es wichtig ist, dass ich sie anfütter, die würden das Fressen nicht mehr lernen. Das schaut jetzt alles wunderbar aus. Die dürfen ihren restlichen Dottersack aufbrauchen, lernen das Fressen nicht, verhungern, sind tot. Das muss ich unbedingt machen. Wie ich das mache mit der Anfütterung, weil es ein bisschen eine kritische Angelegenheit ist, da machen wir dann ein separates Video drüber. Okay, genug mit der Anfütterung. Was müssen wir sonst noch tun? Ja, nein, das übliche Standardprogramm halt. Sauber machen, ordentlich halten. Das ist jetzt in dem Fall überhaupt nicht schwierig, weil sie sind super sauber. Mir ist fast nichts verreckt. Es sind keine 10 in der Woche. Das ist also ein absolut super Bilanz. Selten so gut gelaufen wie dieses Jahr. Also, nee, schaut wirklich gut aus. Das ist auch mal ein richtiger Zeitpunkt, um euch ein kleines Geheimnis zu verraten, warum das hier so super sauber und so gut ist. Das ist, weil er sich so gut drum kümmert. Ein Kumpel von mir, der hilft immer mit. Feine Sache. Merci.
kannst auch gleich sagen, wie viele Tote sind es wirklich? 10 oder in der Woche maximal? Ja, maximal 10 Tote sind es in der Woche, wäre nett. Okay, nee, also das ist wirklich super gelaufen. Okay, Freunde, ihr habt jetzt wieder ein Update von uns. Zur Anfütterung kommt ein spezielles Video. Nicht verpassen, wenn es interessiert, das ist wichtig. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao, sagt der Gartengisi. Die waren total dunkel, richtig, richtig dunkel. Die haben ja Fotozellen in die Augen, mehr oder weniger. Und über das steuern die ihren Untergrund. Also ein Fisch, der passt sich ja an, wenn es der einen hellen Untergrund hat, dann wird er ja heller. Ja, ja, ja. Eine Bachforelle, wo auf dem hellen Kiel steht, ist heller als wie einer, die was auf dem flammigen oder auf dem Boden steht. Ja, genau. Das ist jetzt das Gleiche. Das ist unglaublich. Und so schnell wie das geht. Ja, ja, die passen sich da schnell an.